Gerade jetzt ist viel los in den Schuhläden, egal ob Stiefel, schicke High Heels, Herrenschuhe oder Winterschuhe für Kinder. Der November ist ein klassischer Monat, in dem viel gekauft wird. Aber egal für welche Marke man sich auch entscheidet, über 80% aller Schuhe kommen aus Asien. Dort wird vor allem das Leder dafür hergestellt. Und das zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen. Samstag, Fußgängerzone in München. Einkaufen für den Winter. Lederschuhe also? Ja. Warum Leder? Weil die angenehm zu tragen sind. Wonach entscheiden Sie denn, wenn Sie Lederschuhe kaufen? Ist es eher so der Preis? Oder auch vielleicht? Preis, ja. Oder eher das Aussehen? Der Tragekomfort, das Aussehen. Also die Schuhe müssen schön sein. Wenn man so die Produktionsbedingungen anschaut, so Arbeit, Sozialstandards? Ja, da fragt man meistens nicht nach, leider. Und wie ist es zum Beispiel mit Umweltschutz? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir da gar keinen Gedanken drüber gemacht. Das wird man auch irgendwie nicht informiert oder so. Das heißt. Die Pflicht sollte dabei den Verkäufern sein. Also fragen Sie die doch einfach mal. Die Verkäufer. Wir sind in Offenbach, auf der größten Lederwarenmesse in Deutschland. Hier stellen führende Hersteller im Lederbereich ihre neuen Kollektionen vor. Es gibt noch welche. Um herauszufinden, wie Leder produziert wird, müssen wir aber erst einmal wissen, wo es produziert wird. Deutsche Firma hier, oder? Deutsche Firma, ja. Das heißt, Sie produzieren auch alles in Deutschland? Nein. Wir produzieren nicht in Deutschland, nein. Es wird alles importiert. Tut mir leid. Gefertigt in Fernost. In Fernost. In Indien hauptsächlich. Und wo kommen die heute her? Brasilien, Argentinien, Indien. Und warum kommt das alles aus Fernost? Weil das nicht zu bezahlen ist. Aus Kostengründen. Ganz einfach. Wir machen uns auf den Weg nach Indien. Die großen Marken, fast alle beziehen Leder von dort. Unter anderem Salamander, Timberland, Gabor, Geox, Versace, Nike. Aus der Textilbranche sind Länder wie Indien bekannt für Billiglöhne, miese Arbeitsbedingungen. Wie ist es bei Leder? Unsere Recherche beginnt auf einem Viehmarkt. Hier werden heute noch Tiere zum Schlachten verkauft. 5 Uhr morgens. Bevor es losgeht, werden die Tiere noch präpariert. Literweise mit Wasser vollgepumpt. Oft gelangt das dabei in die Lunge. Aber so wirken die Tiere praller, erzielen später bessere Preise. An Tierschutzgesetze hält sich hier kaum jemand. Was zählt, ist der Profit. Aber nicht nur Tierschutz, auch Umweltschutz ist ein Problem in Indien. In Kanpur, einer der Lederhochburgen, lassen wir uns zeigen, wie Fabriken ihre Abwässer entsorgen. Die sind meist voll von giftigen Chemikalien, dazu das Schwermetall Chrom. Es ist das gleiche Wasser, mit dem die Bauern hier ihre Felder bewässern. Vergiftete Felder, auf denen sie dann nichts mehr anbauen können, so wie Gaya Pati. Hier bei einem See in Ranipet will er uns zeigen, dass überall in der Gegend Gifte im Wasser sind. Proben wie diese sammelt Gaya Pati seit 7 Jahren schon. Beweise, weil er einen Prozess gegen die Lederindustrie hier führt. Das ist ein Mix aus 100 verschiedenen Chemikalien. Seinen Prozess führt er stellvertretend für 50.000 Bauern in der Region. Er ist der Einzige, der sich traut, gegen die mächtigen Fabrikbesitzer vorzugehen, die hier die Umwelt zerstören. Wenn wir Fotos machen, Beweise sammeln, dann schicken die ihre Mafiaschläger, um uns anzugreifen. Weil wir die Fotos vor Gericht als Beweis benutzen. Wir müssen sehr schnell die Orte wechseln, sonst kann es gefährlich werden. Eigentlich sollte Gaya Pati nur noch mit Personenschutz unterwegs sein, so wurde ihm empfohlen. Nur den kann er sich nicht leisten. Stattdessen ist er vorsichtig. Dieser Fluss ist nah an einer Großkläranlage, die von verschiedenen Lederfabriken betrieben wird. Warum entsorgen die Gerbereien ihr Wasser nicht ordentlich? Wir wollen direkt dort nachfragen. Selbst sehen, wie die Zustände sind.
Aber als sie die Kamera sehen, werden wir sofort wieder weggeschickt. Wir versuchen stattdessen, mit Arbeitern zu reden. Die wohnen in Hütten gleich neben den Fabriken, arbeiten meist als Tagelöhner. Trotzdem, sie alle sind auf den Job angewiesen, wollen deswegen nur drinnen mit uns reden. Was mit den Abwässern ist, wissen sie nicht. Sie haben ganz andere Sorgen. Hier an den Händen haben wir immer wieder Entzündungen. Wenn wir nicht aufpassen, dann können da richtige Krankheiten draus werden. Schutzkleidung bekommen sie nicht, obwohl sie mit Chemikalien arbeiten. Sich offen zu beschweren, traut sich trotzdem keiner. Zurück bei Gaya Patti, der Bauer, der keine Angst hat, sich gegen die Lederindustrie wehrt. Er will uns zeigen, wie wichtig es ist, dass sich endlich etwas an den Bedingungen ändert, zeigt uns Fotos von einem Unfall vor wenigen Monaten. Giftiger Klärschlamm von gleich mehreren Gerbereien hat hier eine ganze Straße überflutet. Weil die Gerbereien ihren Schlamm nicht entsorgt, sondern in einem illegal gebauten Tank aufgestaut hatten, bis er brach. 10 Arbeiter werden von der giftigen Schlammlawine überrollt, bei lebendigem Leibe begraben. Wir wollen uns endlich selbst ein Bild machen. Machen uns auf den Weg in die Fabriken. Dieses Mal als interessierte Ledereinkäufer. Drehen verdeckt. Und tatsächlich, plötzlich werden wir mit offenen Armen empfangen. Deutschen Einkäufern öffnen die Fabrikbesitzer gerne ihre Türen. Auch die Produktionsstätten dürfen wir uns anschauen. Dass die Arbeiter ohne Handschuhe in giftige Farbe greifen, stört den Fabrikbesitzer nicht. Auch Atemschutz trägt keiner hier, obwohl das eigentlich vorgeschrieben ist. Die ersten Schritte der Lederproduktion hat dieser Fabrikbesitzer ausgelagert an einen Zulieferer. Auch hier dürfen wir uns umschauen. Hier wird nicht nur mit Chemikalien, sondern auch mit Chrom gearbeitet. Barfuß sollte man hier auf keinen Fall sein. In seiner Schuhfabrik können wir jetzt sehen, für wen er Schuhe produziert. Stolz führt der Besitzer uns rum, zeigt uns Schuhe der italienischen Marke Geox. Und auch für einen hochpreisigen deutschen Schuhhersteller aus Rosenheim in Bayern produziert er. Für Gabor. Wir besuchen noch eine ganz andere Fabrik. Auch hier bei der Lederherstellung ein ähnliches Bild. Und noch was fällt uns auf, die Arbeiter, sie wirken jung. Als wir in das Gebäude kommen, in dem die Leder eingefärbt werden, können wir kaum noch atmen, bekommen Kopfschmerzen. Der Gestank sei aber ganz normal, heißt es, schließlich werde Tag und Nacht hier gearbeitet. Leder auch für große deutsche Marken, unter anderem wieder für Gabor. Und direkt neben den Arbeitshallen sehen wir, dass die meisten Arbeiter sogar hier wohnen, warten auf die nächste Schicht, direkt neben diesen Fässern. Zurück in Deutschland. Wir sehen uns die Marken an, auf die wir in den beiden Fabriken gestoßen sind. Besonders interessiert uns Gabor, der Schuhhersteller aus Rosenheim. Der wirbt auf seiner Internetseite groß mit Produktionsstätten in Europa. Von Indien keine Rede. Auch bei der Lederherkunft kein Wort darüber. Stattdessen Zertifikate von Gerbereien aus Italien. Dazu Preise für Nachhaltigkeit und Videos, in denen sich der Chef persönlich äußert. Die Produktion bildet für uns natürlich einen sehr hohen Qualitätsstandard, vor allem weil es die eigenen Werke sind. Es ist sicherlich einfach, heute nach Asien zu gehen und dort einen Lieferanten zu finden, der Ihnen irgendwelche Schuhe macht. Aber mit irgendwelchen Schuhen kommen wir nicht klar. Wie passt das zusammen mit den Bedingungen, die wir vor Ort gesehen haben? Wir fragen an, bitten um Interviews. Ein Interview vor der Kamera will Gabor uns nicht geben, schreibt uns stattdessen:
Selbstverständlich gehen wir Ihren Hinweisen verantwortungsbewusst nach. Bedingungen wie die von Ihnen geschilderten würden in keiner Weise unseren Vorgaben, Kodizes und Geschäftsvereinbarungen entsprechen. Auch Georgs antwortet nur schriftlich, sagt, die Fabrik, in der wir waren, gehört nicht zu unseren Lieferanten. Unsere Kameraaufnahmen zeigen etwas anderes. Und noch etwas finden wir bei unseren Recherchen. Eine riesige Datenbank voll von Lederprodukten, vor denen die EU warnt, wie aktuell diese Ledersohle in einem Deichmannschuh. Wegen Chrom 6, ein Schadstoff, der in Deutschland verboten ist. Wie kann das passieren? Auf unsere Nachfragen schreibt Deichmann, um jegliches Risiko auszuschließen, haben wir diese Hausschuhe im Rahmen einer freiwilligen, vorbeugenden Maßnahme zurückgerufen. Weiter heißt es, dass dieser konkrete Artikel auffällig ist und wir unseren Kunden durch den Rückruf Umstände bereiten, bedauern wir. Auch käme die Sohle gar nicht aus Indien. Fakt ist, der Schadstoff kann im Schuh landen, wenn bei der Lederproduktion technische Standards ignoriert werden. Stichproben, die Kontrollbehörden in Deutschland nehmen, finden in jedem 10. Lederprodukt den Schadstoff Chrom 6. Miese Bedingungen bei der Herstellung bedeuten am Ende also nicht nur ein Risiko für die Arbeiter vor Ort, sondern auch für uns.